Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blende zu im Franchise-Modus. So, ich glaube, die 7. Folge ist das jetzt mittlerweile. Letzte Folge haben wir ja die ganze Zeit Speedbuild gemacht und ich hatte sehr viel am Zoo dekoriert. Unter anderem haben wir jetzt auch die Zugstrecke gebaut und wir werden in dieser Folge, das verspreche ich euch, auch mit dem Zug fahren und wir werden auch neue Tiere in den Zoo reinlassen. So, ich bin jetzt hier gerade noch dabei, irgendwie diese hässliche Stelle da mit dem Mitarbeiterweg zu den Panda-Gehege, beziehungsweise zu dem kleinen Panda und zu dem großen Panda, da irgendwie das ein bisschen zu überarbeiten und die Brücke ein bisschen schöner zu machen. Und genauso werde ich dann gleich noch die Brücke zumindest anfangen, die hinter der großen Brücke ist, beziehungsweise über der großen Brücke, oben da beim sibirischen Tiger, bei dem Gehege da, beziehungsweise bei dem Gebirge. Da werde ich zumindest versuchen, da irgendwas irgendwie schon draus zu machen. Das wird jetzt nicht sehr lange gehen, nur ein paar Minütchen, und dann im Anschluss sehen wir uns gleich wieder und dann werden wir uns in Ruhe erstmal jetzt den Zoo ein bisschen anschauen und neue Tiere reinlassen und wie gesagt auch Zug fahren. Also, bis gleich. Bye.
Leute, da sind wir erstmal und endlich wieder live im Zoo ohne Speedbild. Ach ja, ich weiß noch nicht, ob mir dieses Elefantengras hier an der Stelle gefällt. Mal gucken. Aber die Brücke, denke ich, ist auf jeden Fall besser. Das Einzige, was mich jetzt hier noch stört, ist, dass die Brücke fast zu schön aussieht, dass die Besucher denken könnten, dass sie hier langlaufen dürfen oder so. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich habe jetzt hier erstmal so ein Schild hingemacht, Zutritt nur für Personal. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es eine Verbesserung als zu davor. Guck mal, der Zug! Das Ding ist, der läuft gerade noch im Testmodus. Den können wir mal eben den Test beenden. So. Und da würde ich mal gleich einstellen. Wir werden den einfach eröffnen. Moment, wir können mal eben noch schauen. Wagen pro Zug. Ich höre das mal Zugangszeit 2 machen. Ich weiß noch nicht, ob das über die Zeit zu nervig wird. So, erstmal öffnen und wir werden jetzt gleich damit fahren, sobald auch die ersten Gäste dann drinnen sitzen. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus, Leute. So sieht das jetzt erstmal aus. Hier übrigens die Brücke habe ich auch schon angefangen, hatte ich am Anfang der Folge gesagt. Bin ich aber noch nicht fertig mit. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Da fehlt mir noch das gewisse Etwas. Aber das war schon irgendwie der Grundgedanke, dass, weil ich ja sehr viel hier auch mit so Steinen und so gearbeitet habe, auch mit diesen ganzen Statuen und so. Ja, der Zug. Deswegen habe ich hier auch erstmal eine sehr massive Brücke gebaut. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ich dann noch irgendwie das verdachen möchte oder so. Oder hier und dann noch ein bisschen Details. Aber da muss ich mal gucken, Step by Step. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn da gar nichts wäre. Ne? Aber irgendwas fehlt mir da noch. Keine Ahnung. So, gut. Ach ja, genau, Leute. Wir haben hier chinesische Schuppentier. Da ist die Mama ist schwanger. Moment, mal sehen, ob ich sie finde. Das ist ganz komisch hier. Also die kriegen immer sofort Stress, sobald die hier rumrennen. Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Ich habe jetzt extra schon einen Zaun hingemacht mit Sichtschutz für die Tiere. Aber die flüchten immer wieder hier unter die Brücke. Es könnte auch daran liegen, dass die nachtaktiv sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hält das nicht unsere Reng Xiang davon ab, schwanger zu werden. Nachwuchs erwartet am Januar, Jahr 24. Das ist also bald, haben wir ein neues chinesisches Schuppentier, das Baby. So, was ist denn noch so Schönes passiert? Ach ja, Tiger muss ich ganz schnell mal schauen. Wir haben nämlich einige Tiger als Nachwuchs bekommen. So, während ich hier rumscrolle, ne, sieht man ja hier und da überall, wo ich ein bisschen was gemacht habe. Übrigens, das hier werde ich auch nochmal überarbeiten. Ja, hier mache ich auch mal, das ist mir eins zu viel irgendwie. Ich glaube, hier mache ich irgendwie eher einen Steinzaun hin. Also nicht aus Stein, sondern, also schon aus Stein, aber nicht aus natürlichen Felsen, ne, sondern aus Stein. Eine Steinmauer irgendwas, muss ich mal gucken. Weil das hier finde ich eigentlich schon wieder ganz cool. Aber wir müssen jetzt eh mal schauen. Ich wollte jetzt hier eigentlich die Schneeleoparden reinhauen. Und hier unten eigentlich die Affen, diese chinesischen Affen, diese Weißen. Was heißt, das sind keine chinesischen Affen, das ist Unsinn, aber die kommen aus Asien. So, ich muss jetzt hier nochmal schauen. Jungtier, bitte erstmal alle Tiere aus dem Transport. Die haben bestimmt wieder gekämpft, oder? Schätze ich zumindest mal. Wobei, ne, die Jungtiere kämpfen ja nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwas gemacht. So, ich muss jetzt mal ganz schnell schauen, ob wir hier zu viele Tiger drin haben. Und ich muss jetzt auch bald mehr Tiere in die Wildnis freilassen. Das muss ich auch mal machen. Wir brauchen auch bald mal wieder ein bisschen Punkte. Oleg ist auf jeden Fall da. Dann das Weibchen. Das sieht eigentlich gut aus. Wir haben ja nicht so viele Tiger. Aber die werden bald groß. Wir haben auf jeden Fall viele kleine Tiger hier. Und die sind aber schon 3,4 Jahre alt. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so lange dauern, bis die groß sind. Zuchtbuch? Jo, den Moment dürfen wir nicht verpassen. Dann müssen wir die nämlich sofort ins Handelszentrum dann bringen. Na, hallo. Oh, die haben alle gar keinen Namen. Hallo, ihr anonymen Besucher. Ihr anonymen VIP-Besucher. Ja, müssen wir mal gucken mit dieser Steinbrücke. Man könnte halt auch echt überlegen, ob man das irgendwie anbindet und hier dann irgendwie ein Palast ist oder ein Tempel oder ein Gebäude. Das muss ich mir mal noch überlegen. Also mal schauen. So, hier hat hier auch ein bisschen was gemacht, ne? Das sieht jetzt hier auch schon ein bisschen besser aus. Die Pandas, die fühlen sich auch wohl. Jetzt sind wir hier am Festmahl speisen. Und hier haben wir wieder ein Panda-Baby, sehe ich gerade. 1,4 Jahre alt. Ja, das ist schon wieder ein neues. Wir haben ja extra eine neue Mutti geholt, ne? Das hier, das ist unser erstes Baby gewesen, der hier gerade so fröhlich die Melone in sich reinknallt. Oh, guck mal, hier Schuppentier. Das müsste jetzt bald losgehen. Gleich kommt ein Schuppentier, Baby. Wir fahren dann übrigens gleich Zug. Wir fahren gleich Zug, Leute. Nochmal gleich. Schuppentier, Baby. Ja, also ich glaube, den Schuppentieren, wenn die hier sind, ist es okay.
Ah, das ist vielleicht das falsche Gehege für die, ey. Vielleicht ist das wirklich einfach das falsche Gehege. Da ist es! Da ist es, Leute. Herzlich willkommen hier, Baby. Das ist jetzt übrigens das zweite, glaube ich. Ja, das zweite. Hier ist auch noch eins. Moment, das müsste hier... Das ist 7,4. Das ist Papa. Das ist Mutti. Das ist jetzt das neue Baby. Was gerade die Sonne läuft. Sehr gut. Dann können wir nochmal genauer angucken. Ich komme leider nicht näher ran von der Kamera. Das ist leider das Nächste, was geht. Auf jeden Fall sind die super süß. So, aber wir hatten nämlich im Stream schon so ein Baby gehabt. Genau das hier. 2,4 Jahre alt. So, dich muss ich jetzt mal, weil das Gehege ist zu klein, ins Handelszentrum wieder einladen. So, hätten wir. Jetzt muss ich auch gleich nochmal nach den Tigern schauen. Auf jeden Fall sind die super niedlich, weil die auch super klein und süß sind. Das ist eine Argumentation, oder? Steigende Geburtenrate, habe ich jetzt Achievement. Ist ja großartig. Ja, also so richtig bin ich noch nicht zufrieden mit dem Gehege. Also eigentlich finde ich es ganz schön so, ist das okay, ne? Aber die Schuppentiere mögen es nicht. Und wenn es die Schuppentiere nicht mögen, dann bin ich dann auch nicht mehr so zufrieden damit. Ne? So, Flamingos, die vermehren sich auch weiter ganz fleißig. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Lass mal eben schauen. So, Tiere. 15 Stück sind das schon. Alter Schwede. Okay, wie sieht's vom Platz her aus? Gelände? Moment, nee, da muss ich hier drauf drücken am besten. Ist noch in Ordnung. Ach nö, sogar easy. Da kriegt man noch einiges rein. Aber der Rückzugsort reicht nicht mehr aus, Leute. Der Rückzugsort reicht nicht mehr aus. Das ist natürlich blöd. Da müsste ich dir noch so ein zweites Ding hinbauen, oder? Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, wenn ich das einfach kopiere. Mir vielleicht hier irgendwie noch so ein Ding hinmachen. Wir können die ja dann sogar miteinander verbinden. Das wäre eine Idee. Das könnten wir machen. Ich mache mal ganz kurz hier das hier aus. Setzen wir das ungefähr hier hin vielleicht? Machen wir erstmal so. Dann würde ich jetzt einfach hier wieder diese Holzbretter nehmen. Weiter. Nein, Tiere sind kommen. Ich guck gleich. So. Und vielleicht kriegt man das sogar hier noch miteinander verbunden. Dann müsste ich zwei Bretter nehmen. Aber das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Und jetzt würde ich das Brett einfach nochmal kopieren und noch etwas nach rechts verschieben. Und rein theoretisch müssten die jetzt eigentlich von daher rüberlaufen können sogar. So, guckt mal, Leute. Das funktioniert jetzt hier. Ich habe das einfach hier ein bisschen breiter gemacht. Hier, das funktioniert doch nicht ganz. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich will jetzt aber erstmal schauen nach den Tigern. Ah, guck mal, sibirischer Tiger ist jetzt erwachsen geworden gerade. Okay, jetzt muss man die ganz schnell ins Handelszentrum bringen. So. Und Vladimir ist so krass wie die... Guckt euch die Werte an, ey. Und ins Handelszentrum, bitte. Bevor es jetzt hier Stress gibt hier. 8,6 Jahre. Hier, Dema genauso. Und ab geht's. So, okay. Alles klar, jetzt haben wir hier noch einen weiblichen, einen männlichen Tiger drin. Das heißt, muss wieder alles okay sein. Gucken wir mal hier. Das ist Oleg, ne? Ja, das ist Oleg. Dann passt das. Mit seiner jetzt sehr, sehr jungen Freundin. So, ich muss mal ganz kurz gucken, noch schnell wegen dem Flamingo-Gehege. Da kommt immer wieder die Meldung, dass die entkommen sind. Ja gut, vielleicht auch, weil sie entkommen gerade. Alter, das habe ich ja perfekt abgepasst hier. Schnell, lass mich durch, Achtung. So, gut, Leute. Ich habe mal diese Brücke ein bisschen weiter nach unten gemacht. Ich glaube einfach, dass die dann zu hoch sind und deswegen zählt das immer als entkommen. Beziehungsweise, dass die von der Brücke aus, können die dann hier rüberspringen. Über den Zaun. Deswegen habe ich die jetzt mal ein bisschen niedriger gemacht. Müssen wir mal Step by Step so rumprobieren, ob das daran liegt oder nicht. So. Aber ist eigentlich ganz cool mit den zwei Häusern hier. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das Gehege wird dadurch jetzt nicht irgendwie verschandelt oder so. Ich muss jetzt nur noch hinbekommen, dass wir hier einen Zugang irgendwie haben. Das wäre top, wenn ich das hinkriegen würde. Bringt es denn was, wenn ich hier auch zwei nebeneinander mache? Testen es mal. Ich will es mal ausprobieren. Jetzt würden sie rüberkommen. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja, immerhin 87%. Ja, okay. Da muss man überlegen. Wir könnten ja auch drüber nachdenken, vielleicht das Gehege noch zu erweitern. Vielleicht in diese Richtung zum Beispiel. Müssen wir mal schauen. Jo, ey, lasst mal Zug fahren. Moment, bin ich noch so schnell? Okay, jetzt bin ich in einem anderen Zug gelandet. Wir haben ja zwei. Okay, ich warte jetzt, bis der andere Zug da ist und dann fahren wir endlich mal Zug. Hier ist ja übrigens auch noch ein schöner Bahnhof hin und so, ne? Hier, an diese Stelle. Also, richtig cooler Bahnhof würde ich da hin machen. Und der soll nicht asiatisch sein. Ich hatte ihn ganz bewusst so ein bisschen weiter weg von dem asiatischen Eingang gemacht. Hier, das wird kein asiatischer Bereich, ne? Der fängt ja erst hier an. So.
Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier hatte ich auch, die waren schon vorgefertigt. Hier habe ich so einen Tempel hingebaut mit einem Panda. Ja, dann, ja gut, das Gehege kennen wir ja mittlerweile. Dann hier auch nochmal, ist auch nochmal so ein Tempel, fand ich irgendwie ganz cool. Das asiatische Dorf hier, wo die ganzen Mitarbeiter sind. Übrigens, es scheint das mal zu funktionieren. Die Mitarbeiter scheinen hinterher zu kommen. So, jetzt haben wir es, Leute. Jetzt ist der Bahnhof eröffnet und jetzt dürften sich auch bald die Gäste anstellen und mit dem Zug fahren. So, und dann fahren wir auch mit dem Zug. Ne? Da müssen jetzt aber gleich Gäste kommen, auf jeden Fall. Ach ja, kann ich auch mal eben noch zeigen. Hier habe ich jetzt auch erstmal noch zwei Arbeitergebäude gebaut. Die waren auch schon fertig als Bauplan da gewesen. Die fand ich hier aber erstmal relativ passend. Und hier habe ich auch schon mal irgendwas angefangen, was aber noch gar nichts ist irgendwie. Vielleicht mache ich das auch wieder weg. Also das hier finde ich ganz cool. Das hier vielleicht ist auch noch okay, aber ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Ich habe einfach nur ein bisschen rumprobiert. Das hat man aber auch jetzt nicht im letzten Video gesehen, weil ich noch nicht weiß, wo ich das hinführen soll. Ach ja, aber hier ist schön. Ich muss ja auch noch Wasserfälle machen, Leute. Ich wollte ja überall hier noch Wasserfälle. Guck mal, hier kann man Wasserfall platzieren. Dann wollte ich hier einen machen. Da geht noch einiges. Ich glaube fast, die chinesischen Schuppentiere brauchen einfach wirklich eine Höhle oder so. Irgendwo, wo es halt die ganze Zeit dunkel ist. Ich glaube, denen ist das ja einfach zu hell. Wir könnten halt auch drüber nachdenken, die chinesischen Schuppentiere dann hier hin zu machen. Dass wir hier eine Höhle draus machen oder so. Das wäre auch eine Idee. Könnten wir drüber nachdenken. Müssen wir dann noch schauen, was wir hier hinsetzen. Na, da wird uns schon irgendwas einfallen. So, wie sieht's aus? Guck mal da vorne. Das sind die ersten Gäste, die jetzt warten, dass der Zug kommt. Na, guck mal. Die Brücke hier habe ich übrigens erstmal so gelassen, wie sie ist. Eigentlich fand ich es ganz cool, die mal nicht auszukleiden, weil ich finde, das rein optisch macht sich das ganz gut. Die habe ich ja ausgekleidet hier. Ja, ne, wie gesagt, dann geht es hier durch den Tunnel durch und dann hier lang. So, okay, es gibt mal einen Cut und wir sehen uns wieder sobald. Ah, nee, der Zug ist da. Der Zug ist da. Guck mal, die Leute steigen ein. So, dann fahren wir jetzt damit. So, es geht los, Leute. Der falsche Zug. So, Leute. Welchen Sitz wollen wir nehmen? Erstmal, welchen Wagen wollen wir nehmen? Wollen wir ganz vorne sitzen? Ah, das sehen wir nicht so viel. Ist das hier das? Das ist die Lok, oder? Nee, ist nicht. Doch, das ist die Lok. Alter. Geht los. Ah, der ist viel zu schnell. Wir müssen den langsamer machen. Wir müssen den viel langsamer machen. Oder? Also man kann nämlich einstellen, wie schnell der fahren soll. Guck mal da unten. Ah, cool. Wir sind hier oben. Und jetzt geht's über die Brücke. Und ich sehe aber fast gar nichts. Und jetzt geht's durch den Tunnel. Ah, der muss viel langsamer werden. Das ist viel zu schnell. Zumindest jetzt aktuell, weil die Strecke halt so kurz ist. So, hier habe ich ja noch nichts gemacht, leider. Also nur hier, wenn man so guckt, da habe ich jetzt was gemacht. So, also mal. Ich finde den aber zu schnell, irgendwie. Da kann man sich gar nichts angucken in Ruhe. das kann man aber einstellen. Hier, Maxgeschwindigkeit machen wir mal, weiß ich nicht, machen wir mal 4 Meilen pro Stunde, oder? Oder machen wir 5 Meilen pro Stunde. Ah, cool, Leute. Ja, ich glaube, so ist besser, oder? Wenn das nicht ganz so schnell ist, zumindest jetzt, wenn die Strecke noch so kurz ist. Ich glaube, das gefällt mir besser. Das Coole ist, dass auch die Gäste, die hier unten rumlaufen, das super finden. Zeige ich euch gleich mal. Die denken dann nämlich, cooler Zug oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das wirkt sich auch positiv auf die Gäste aus. Ich finde ja auch die Sounds extrem cool. Und gerade wenn wir jetzt im Bahnhof ankommen, diese Bahnhofsansage. Da ist noch ein Stein, den muss ich noch wegmachen. Den mache ich gleich noch weg, Leute. Dünn. So, Achtung, Bahnhofsansage. Vielleicht zumindest. Jetzt. Very good. So, seid ihr jetzt immer noch gestresst?
Stress? 100%. Sieht gut aus bisher. Ey, es könnte sein, dass der Zaun was bringt. Der war davor einfach zu niedrig gewesen. Oder? Stress? 100%. Ah nein, jetzt. Ja? Das sieht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht noch hier eine Barriere machen muss. Dass die Leute von hier nicht gucken können. Weil das stresst... Aber wie konnte das denn jetzt passieren? Das ging jetzt ganz schnell runter. Stress 100%. Ich glaube, diese hässliche Barriere hier, dass die nicht gucken, sorgt dafür, dass sie nicht mehr gestresst sind. Das heißt, ich muss mir hier was überlegen, was wir hier als Mauer hinsetzen können oder so. Da lasse ich mir irgendwas einfallen. So, mal gucken, ob das jetzt ausreicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Damit unsere guten chinesischen Schuppentiere nicht mehr gestresst sind. Wo sind die eigentlich gerade? Da. Stress, 100%. Stress, 100%, sieht gut aus. Ich beobachte das mal noch ein kleines bisschen. Okay, die sind immer noch gestresst. So, ich hau mal die Bretter zurück. Mal, jetzt geht's nach oben. Jetzt geht's trotzdem runter wieder. Jetzt geht's wieder hoch. Ja, wahrscheinlich muss ich die Bretter drinnen lassen. So gut, ich glaube, jetzt haut's hin. Stress ist die ganze Zeit auf 100% aktuell. Sieht erstmal gut aus. Auf jeden Fall haben wir es irgendwie besser gemacht, ne? So, hier können sie jetzt immer noch durchgucken. Das scheint erstmal okay zu sein. Hier geht leider nicht. Wir können höchstens probieren, hier mal mit Glas zu arbeiten. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Ich finde das Design auch gar nicht so schlecht. Also man könnte das vielleicht sogar über die komplette Brücke ziehen. Mal gucken, muss ich mir noch überlegen. Mal schauen. Jo, gut Leute, dann lass mal die Affen hier reinknallen. Herr Jinje. Ah, die sehen auch witzig aus. Das könnten die einzigen Affen sein, die ich nicht ins Pongoland haue, weil ich finde, dass die hier ganz gut herpassen. Rein thematisch. Ansonsten alle anderen Affen, es gibt ja noch super viele andere. Auch Gorillas, Schimpansen und so. Die kommen alle dann ins große Pongoland. So, dem wird es jetzt hier noch super beschissen gehen. Ich mache jetzt erstmal Pause an der Stelle. Ich sorge erstmal dafür, dass es den grob gut geht, okay? Na, guck mal, Gehegegröße, viel zu klein. Das Ding ist, eigentlich würde ich es am liebsten gleich ordentlich machen, das Gehege. Eigentlich würde ich es gleich ordentlich machen und das wird wahrscheinlich wieder eine Dreiviertelstunde dauern. Und die Folge geht jetzt ja schon wieder eine ganze Weile. Wisst ihr was, Leute? Nächste Folge fangen wir sofort an mit dem Speedbuild. Und dann werde ich hier über mehrere Ebenen versuchen, den das richtig, richtig schön zu machen. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich nehme jetzt hier schon wieder knapp 2 Stunden auf und ich habe für eine Folge ziemlich viel gezeigt, so. Oleg ist gestorben, oh nein. Okay, Tierarzt rufen. Rest in peace. Mein guter Oleg. Er hat sehr viele Nachfahren gezeugt, auf jeden Fall. So, dann können wir hier gleich eine neue Zucht beginnen, was schon mal gut ist. Oh, guck mal, Nachwuchs. So, Stress. Also die hängen jetzt auch die ganze Zeit hier ab, das war davor nicht so. Die sind immer wieder reingerannt. Ich glaube, ich habe das Problem jetzt erstmal gelöst. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass das hier komplett zu ist. Ich glaube, ich werde das genauso wie hier machen, aber dann hier irgendwie mit Glas oder so arbeiten. Hier, das gefällt mir ganz gut eigentlich. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Okay, schön, Leute. So, gut, wir haben jetzt die neuen Tiere leider nicht so lange gesehen, aber ich muss jetzt erstmal Pause machen und ich muss es denen jetzt erstmal schön machen. Und das machen wir dann sofort am Anfang nächster Folge. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Also, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Und nächste Folge machen wir es denen richtig cool und dann können die voll gut klettern und haben voll viel Platz und es wird voll schön. Also, bis dahin. Tschüssi.